ein neuer Tag, ein neuer Gusua. Nein, es ist derselbe. Und wir sind immer noch im YouTube-1 plus Mio Loot Clan, der mittlerweile offen ist. Deswegen nicht wundern, ist das der falsche, ist das der richtige? Nein, es ist der richtige, der mittlerweile geöffnet ist. So, wir haben hier Mega Action. Da kriegt der Gegner hart einen auf den Sack. Gut gemacht, Riesen vorgeschickt hier. Weil halt wirklich Alex noch richtig am Start ist. Auf jeden Fall. Da muss man dann halt reingehen und mal zeigen, wo der Frosch seine Locken hat. Wo der Gegner das Alex versteckt. Hier, sowas hat man aber echt selten, dass hier Lager richtig voll sind. Und dann der Sammler auch noch übel voll. Das ist schon richtig knacke selten. Komplett leer gemacht, die Hütte. Sehr cool. Sehr cool von The Killer. Go Wipe. Relativ gut. Aber das ist nicht nur Go Wipe. Wenn dann irgendwie, also so wie es mir jetzt aussieht, müsste man ja theoretisch, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ja, eigentlich müsste man ja dann La Go Wipe sagen oder was. Von wegen, nee, nicht La, sondern Lo Go Wipe von Loon, die ja zuerst gesetzt wurden. Ich denke mal, die hast du dir ein bisschen anders vorgestellt, dass die halt noch ein bisschen anders laufen, weil draußen wolltest du die bestimmt nicht haben, oder? So, Magier jetzt hier Action, klar. Das ist natürlich geil, wenn die Golems hier schön Death machen. Und schön tanken. Jetzt schön Magier, zack, zack. Perfektes Bild, perfektes Bild. Golem tankt, Magier geht rauf. Einwandfrei. Ja, die Loons waren so ein bisschen fehl am Platze hier in dem Bereich. Ja, die haben wieder nichts gemacht. Also die Loons waren faul. Die waren durchaus komplett faul. Beziehungsweise unnötig gedroppt in dem Fall. Du hast, glaube ich, noch einen Magier jetzt gerade gedroppt, wenn ich das richtig sehe. Ich kann mich aber auch vertan haben. Ja, der Golem, der macht da natürlich nicht mehr viel. Das ist klar, da passiert nichts mehr. Aber du hast immerhin die 55% geholt. Hast den Bonus noch, passt. Aber so grundsätzlich halt vom Loot her war es null. Und die Go Wipe war auch nicht so der Knüller. Die hätte besser laufen können, besonders jetzt in Bezug auf die Packers. Aber hätte Fahrradkette. Man kann sich natürlich viel wünschen, ob es dann so wird. Ist dann immer eine andere Sache. Ich habe schon so ein bisschen Angst vorm CW, aber das werdet ihr dann sehen. Ja, Barge. Können wir durchschieben. Na, der King, ja, warum? Ich wollte gerade sagen, wie kannst du einen Dreier King ragen, aber klar, du hattest einen Rage Spell mit bei. Ich denke, was? Der wird jetzt geraged? Wie soll das gehen? Das hatten wir gerade, der Boss. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. Ist nicht. Wie gesagt, das, so, passt. Das ist in Ordnung. Ja, genau, alle wurden gekickt. Und ich gehe auch. Zack, vielleicht reicht es schon für einen Angriff. Glaube ich, oh, nee, nicht ansatzweise. Die Truppen dauern halt eine Ewigkeit. Ich mache einen Wechsel, ich mache einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist der Gusua wieder. Achso, genau. Gucken wir kurz in den Clankrieg mal rein. Ich muss mal gerade gucken. Ja, weil ich denke halt,
Die Magier werden dir halt auch relativ schnell weggeballert durch den Spell. Nur Drache ab Level 3. Ja, okay, das kriegen wir hin. Wer ist dieser Weiß? Sorry, wenn ich da jetzt hier jemanden habe, hier, der irgendwie, was weiß ich, 100.000 Abos hat und ich einfach zu dumm dafür bin. Ich weiß aber nicht, wer sich hinter dem Weiß versteckt. So, Drache. Im oberen Bereich brauche ich, glaube ich, gar nicht anfangen zu spenden, weil das halt einfach nicht reicht. Also es reicht halt nicht mein einfacher Hund, weil wir müssen jetzt dazu sagen, jetzt geht es darum, dass der Clan-Level ja nur eins ist, somit kein Plus in den Truppen gibt. Whatever. Machen. Ah, schade. Ich hätte jetzt gerne Aragorn hier in Pekka reingeballert. Ich weiß. Kleinen Moment, ich muss mal kurz gucken, was Capullo heißt. Er schreibt immer Capullo, aber ich. Sorry. Ich google jetzt Capullo Clash of Clans. Nee, also es ist. Jetzt mache ich mal Go Wipe. Ja, Go Wipe macht Sinn. Aber Capullo, was ist Capullo? Ich weiß es nicht. Schreibt's mal rein. Ihr werdet jetzt garantiert sagen, ah, ist das ein Boom? Ah, ich hab's zumindest nicht gefunden in Google. Also, bin ich nicht so dumm. So, wie gesagt, CW wird eine. Also für mich schon eine tricky Kiste. Weil klar will man da nicht verballern. Aber ist halt vom Aufbau her ja meiner ähnlich, würde ich sagen. Also ich habe, denke ich mal, klar, was er an 9er Mauern mehr hat, habe ich halt eben an 10ern mehr. Also das ist effektiv ziemlich ausgeglichen. So eine 18er Queen hat er und ein 20er King. Da bin ich ein bisschen besser, aber das will ich jetzt auch nicht so in eine Goldwaage werfen. Auf jeden Fall würde ich denken, gehe ich da auch mit Erdbebenzaubern vor. Dass ich halt wirklich sage, gut, okay, komm, wirklich den Tooster auf jeden Fall, obwohl es ja eigentlich Sinn machen würde, halt zu sagen, gut, okay, hier, ich muss Freestar machen. Aber schaffe ich nicht. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich glaube nicht wirklich. Also ein Tooster. Bin ich ganz ehrlich. Ich stapel echt tief, aber also Two-Star wäre schon ziemlich geil. Meine Meinung. So, das war es dazu. Gucken wir uns meinen ersten an. Von den Gegnern. Alter, WTF. Ja, hat hier halt noch die neuen Mauern gerade bekommen. Ah, jetzt sehe ich mal das Farbspiel, weil die ja hier richtig übelst geleuchtet haben. Hier jetzt. Ah, okay. Krasses Pferd, würde ich sagen. Aber mir haben trotzdem die Blauen besser gefallen. Ist meine Meinung. Okay, er hat die hier so weit verbaut, dass man gesagt hat, gut, ja klar. Gute Idee. Bloß hier seht ihr das halt perfekt, dass wenn Town Hall 11 kommen wird, muss das Spielfeld vergrößert werden. Klar, er hat hier ein bisschen Platz, aber es kommt natürlich immer was dazu. Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal tippen. Eine fünfte Tesla würde ich denken. Vielleicht eine fünfte Luftabwehr und einen dritten Inferno könnte ich mir gut vorstellen. So, das wäre so. Wäre so meine Meinung, was da eventuell zu erwarten wäre, würde ich tippen. Weil Expos werden nicht mehr kommen. Da haben wir ja schon im Town Hall 10 dann den dritten dabei. Und ich könnte mir vorstellen, ja, das wäre eine ziemlich krasse Nummer, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie vielleicht wirklich sagen, gut, okay, komm, die Queen ist schon mal zusätzlich gekommen, ach, lass uns noch mal einen dritten Helden herholen, dass wir das Matchmaking noch mal komplett auf den Kopf stellen. Könnte ich mir auch vorstellen.
Aber wir lassen uns überraschen, wir werden sehen, ob da was passiert. Damit möchte ich euch verabschieden und ich würde sagen, ihr haut rein. Ciao, ciao.